Hallo YouTube, Dragons of Legend 2 ist angekommen. Wir machen heute ein Opening. Der Andi ist heute hier dabei. Und was hat er im ersten Booster? Du kennst die Karten auch alle nicht, wa? Keine Ahnung. Irgendwie einen Tyrant, Burst Dragon. Irgend so eine Fusion. Mega krass, Alter. Sieht geil aus. Da haben wir. Scheint die Fusionskarte dazu zu sein. Aha. The Fang of Krithias. Also hier sind diese, was sind denn das eigentlich für Drachen? Krithias, das waren doch auch irgendwelche Götterdrachen, oder? Aus dem Anime. Okay, keine Ahnung. Das ist zu neu, glaube ich, hänge ich noch nach. Du hast das doch mal geguckt. Ich hänge da noch ein bisschen nach einer älteren Serie, glaube ich. Nächste Fusion. Red Eyes, Black Dragon Sword. Und hier haben wir ein paar Strudelsachen, sehe ich. Ah, keine Ahnung, ob die was können. Legendäre Ritter. Aha. Hermos. Leckert. Krass. Lecker nicht hier. Nee, bis jetzt ist das alles noch ein bisschen komisch. Okay. Tun? Tun Mask, okay. Kann was? If you control Tun World Taunted one face up monster your opponent controls, special summon one Tun monster from your hand or deck. Whose level is less than equal the level rank of the monster. Also summon, okay. Ein paar Bedingungen hat es, aber sonst eine Spezialbeschwörung aus dem Deck, ne? Ja, Bedingung beschwört ein Monster, du beschwörst ein Tun aus dem Deck mit demselben Level oder niedriger. Ja, ja. Okay. Das habt ihr schon. Alles wieder über Fusion, nur noch Fusion, die nächste Fusion. Ja, ja. Rocket Thermos kennen. Und haben natürlich alle ihre eigenen, ne, Ritual. Ja, Rituale sind auch drin. Ritual, okay. Gucken wir weiter. Was ist mit den guten Synchros passiert? Ja. Da haben wir ein Ritual. Mit dem Exceeds. Oh, Paladin of Dark Dragon. Das sieht aber gut aus. Ah. Sieht nach Money aus. Also von den Superwares überhaupt nichts, ne? Mir sagt ja gar nichts was. Nee, ich habe geguckt, Mimiclay ist eine Secret Rare, die geht 5 Euro von den Toons. Okay. Nächste Fusion. Timaeus the Knight. Aber Timaeus kann man doch schon aus dem. Ja, das ist ja der Fortläufer von, genau. Dragon's Legend 1. Also. Was die ganzen Aquarium-Karten hier sollen. Die auch schon dazu. Aquarium. Ja, hier Aquarium Stage, Aquarium Set. Ja, kenn ich. Das ist wieder Wasserpush dann. Wahrscheinlich. Hm. Wassermonster, die du kontrollierst, können nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Aha. Klingt auch interessant. So, jetzt sind wir fast bei der Hälfte. Also der Push ist für Tun und für. Oh. Weiter geht's. Kurze Unterbrechung vorbei. Was hat man denn alles? Und ich guck mal irgendwie, wenn ich hinbekomme nebenbei, was also noch in dem Set. Können wir später machen. Ja, lass uns mal überraschen. Okay. Guck mal weiter. Ist jetzt keine neue Überraschung? Ich kenne auch nichts von den Superwares, so vom Bild her. Also mir sagt da gar nichts. Was, also alles neu auf jeden Fall. Das hat man auch schon da. Es gibt wahrscheinlich nur ein paar Shortprints, wenn man jetzt einige doppelt zieht. Ja, der Paladin sah eigentlich ganz gut aus. Das könnte vielleicht ein Shortprint sein. Hm. Das scheint keiner zu sein. Das sind die zweite. Auch schon mal, ne? Hm. Das scheint, das habe ich noch nicht gesehen. Tun. Golem. Okay. Ich glaube, den spielt man nicht. Also. Hm. Den hat man jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal. Ja. Eine eigene Fusionskarte eigentlich mit dabei gewesen? Bis jetzt noch nicht, ne? Nee, Ritual, aber. Oder geht das über Polymerisation dann mit dem Wahrscheinlich, ja. Da steht ja nicht irgendwie was drauf, ne? Ja. Na, dann wird es über Polymer das reingehen. Oder das Kontaktversion? Ne. Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Lass mal ein Stück rüber hier. Nochmal der. Timaeus, wie ist der andere? Es waren noch mehrere. Hermos, Timaeus und Krithias. Hm, okay.
Ne, ist auch keine Shotgun, ist auch nochmal drin. Oder wir haben eine Shotgun 2. Das wäre natürlich ein Krach. Ja, dieses Mini-Clay würde ich dann mal sehen, wie das ausschaut. Das ist der Schnappstall für Toons. Okay, hat Bedingung. Toon-Mode auf dem Feld. Ansonsten haben die halt 3 Schnappstall im Deck. Meinst du die? Ja, aber ich glaube, ist es das? Nee, Mimik macht was anderes. Mimik ist doch irgendwas kopieren. Ja, nimmst eine Karte aus dem Friedhof, eine Zauberfalle und setzt sie bei dich hin, was der Gegner im Friedhof hatte. War nicht mal so verkehrt. Nee. Kommt auf die Deck. Oh, jetzt haben wir was. Oder halt ein Monster. Das sieht gut aus. Was ist das denn? Prediction Princess Tarot 3. Aha. Das hat mir überhaupt nichts. Ist ja interessant. Mir auch nicht. Toon-Maske scheint dann auch recht oft drin zu sein. Die Mimikley war eine Shortband, das lese ich schon. Das scheint so zu sein. Soll ich weitermachen oder? Naja, das eine noch. Wenn du möchtest, kannst du das zweite machen. Jo, ich mach gleich weiter. Jo, cool. Gerade einmal dabei. Das sah gerade zu Samu-mäßig aus, das ist aber auch Wasser. Aquarium-Set. Gut, ich kann hier nebenbei noch ein bisschen aufräumen. Und Andi ist am zweiten Booster. Du bist gleich dran. Gut, weiter geht's. Gucken wir mal, dass noch neue Sachen dabei sind. Ja, ja. Wie viele Shotguns wird es geben, oder 2, 3? Ich denke mal 4 bis 6. 4 bis 6? Ja. Da gibt es keine neue Überraschung. Das legen wir mal mit dir auf. Ich denke mal, die SRs dürfen jetzt langsam alle durch sein. Haben wir pro Display, glaube ich, 2, 3 mal drin. Das ist ja ein Set mit 45 Karten insgesamt. Mhm. Also, du hast ja 5 mal 24 sind 100, ungefähr 100 Karten pro Display, also müsstest du ja jede theoretisch schon zweimal drin haben. Aquarium. Und dann meinst du, dass irgendwas wegen legendärem Fisch, das sieht gut aus. Hat man, glaube ich, noch nicht. Of the Red, okay. Hat auch was mit Red Eyes zu tun? Ja, ja, wahrscheinlich. Ah, ich glaube, war das nicht die gab's als Giant Card in Dublin, ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Okay, also scheint was Gutes zu sein. Ja. Ich denke mal raus, das sieht ganz gut aus. Lord of the Red. Tja, was könnte hier noch drin sein? Deswegen ist der Red Eyes auch so teuer momentan. Kann sein, ja. Ja, die eine Karte sagte ja vorhin, du kannst den opfern, das eine Ritual, und kannst einfach mal so ein Red Eyes Monster aus dem Deck beschwören. Okay. Oder von der Hand. Das ist schon stark. Oh, das ist was Gutes. Die hatten wir auch noch nicht. Oh, Toon Kingdom. Auch eine Shortbrand vielleicht. Wahrscheinlich, wa? Felsauer? Ja. Okay. Ersetzt die Toon dann? Genau, das ist die wichtige Karte in dem Deck. Die kann dann irgendwie sagen, anstatt dass du Kampfschaden bekommst, geht die oberste Deckkarte von deinem Friedhof oder so auf. Von deinem Deck auf dem Friedhof. Die scheint auch neu zu sein. Oh, Mirror Force Dragon. Jetzt geht's hier aber los. Mhm. Interessant. Also es tun wird es so ein spielbares Fun-Deck. Es wird kein Meta-Deck, denke ich mal, aber es wird schon einiges. Aber es wurde mega gehypt, also da ist noch mal was. Ja, ne, die ganzen Thun-Fans, also die wollen das haben. Okay. Weil das Thun-Inhaltsverzeichnis ging ja dann mit einmal ja, das recht ist stark auch noch um. Das ist der Paladin of Dark Dragon. Hat man jetzt schon mal? Einmal war, glaube ich, schon dabei. Ja. Und das ist der, wenn er ein Monster und Depp angreift, zerstörst du es sofort. Ach so. Durch einen Effekt, ja, glaube ich. Hm. Und du kannst ihn halt opfern, um Red Eyes Monster aus dem Deck oder von der Hand direkt zu beschwören. Mhm. Das scheint auch was Neues zu sein. Giant Magic Hammer, okay. Hat man auch nicht mit dabei. Und 2 Sterne Fusionsvieh, was ist denn da? Das sieht interessant aus. Toon-Mask. Ah, der Effekt ist mir zu lang, aber... Steht sehr viel Text drauf in letzter Zeit, das ist für die Lesefaulen natürlich schlecht. Aber kann man sich in Ruhe mal mit beschäftigen. Jetzt geht es ja hier hauptsächlich mal um die Karten, sich jetzt zum ersten Mal anzugucken. Ja, und das Problem ist wirklich alles neu, also man muss wirklich erstmal... Ja, sich eine Stunde Zeit nehmen und mal gucken, was man hier so Gutes drin hat. Aber 2 Thementexte sind auf jeden Fall dann drin. Ich sehe irgendwie immer diese Katze, diese Augen hier an zweiter Stelle. Ganz gruselig. Könnte ich ja nochmal testen, ob es jetzt nochmal kommt. Ja, bestimmt. Das hat man auch noch nicht, oder? Das scheint alles Waffen zu sein. Hier. Genau, das sind Waffen. Okay.
Wahrscheinlich für die Drachen. Diesmal nicht. Na, verletzt beide. Das Aqua-Zeug sieht recht lustig aus, das aber... Das war doch eine Joey Wheeler-Karte, oder? Oder? Wer hat... Nee, die sagt mir nichts. Joey Wheeler. Joey Wheeler war doch mit Maschinen, Jinso, Gedöns und... Wir hatten dann mit Würfeln und so gespielt. Da gab es einen, der diese Würfelohrringe hatte. Aber da sagt mir die Karte eigentlich auch nichts. Wo waren die jetzt? Nee, die sagt mir nichts. Na gut. Oh, das ist auch neu. Ah, da. Komm, wir kennen. Das ist der Schnappstein. Das ist Schnappstein. Genau. Okay. Cool. Der sagt, aus tun würdest draußen, du kannst genau. Ganz normal wie Schnappstein jetzt machen. Jetzt will ich einfach nur was rüberholen. Die andere. Ja. Das sind so die drei Tun-Karten in Secret Rare, die auch wirklich irgendwie schockiert sind, weil aus zwei Displays gerade mal einmal jeweils. Die habt ihr auch noch nicht gesehen? Tun Briefcase. Okay. Hat einen kurzen Text, den lesen wir mal. Okay, wenn du... Ja, du musst ein Tun-Monster kontrollieren und wenn der Gegner ein Monster beschwört, kannst du Sorg ins Deck mischen. Ist eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Ja, die war auch nicht so oft drin, glaube ich. Ja. Okay, vielleicht eine Shortprint bei den Superwares. Ja, einfach nur beschwört, nicht mal nur spezial beschwört, einfach nur eine Beschwörung. Okay. Wird ins Deck gemischt. Eigentlich ziemlich gut. Da muss ich ja mal die Tuns antesten, ey. Vielleicht macht das sogar Spaß. Also scheint auf jeden Fall was Neues lustig zu sein. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ah, wurden aber noch eine Hand. Eine Hand. Keine eiserne Vollhand, aber eine Hand. Ja, ja. Two-Angst Legend hat wieder eine Hand dabei. Und viele Waffen. Das ist wieder ein Greifer, ja. Wie hieß er? Magical Arm, nee. Ja, doch. Magisches Armschild oder so, ne? Ja. Und das ist jetzt das doppelte Armschild. Hab ich auch noch nicht gesehen. Das Ritual dazu. Ja. Da ist noch ein Toon Kingdom. Ist das schon mal keins? Nee. Ach, aber eine Box. Zwei Booster. Ah, noch eine Box. Yeah. Eine Box mit Zähnen und Augen. Deck mir mal langsam vor, Mann. Die hab ich auch noch nicht gesehen. Die sehen sich alle so ähnlich aus. Also. Das kann möglich sein, ja. Die hab ich auch noch nicht gesehen. Toon Rollback. Wähle ein Toon Monster, das du kontrollierst. Und das kannst du beim Angreifen in jeder Battleface noch. Letzte? Ja, jetzt. Ja, noch ein. Haben wir die drei Schnappstein gezogen. Cool. Das habe ich auch nie gesehen. Red Eyes. Spirit. Wähle ein Red Eyes Monster. Jetzt kriegen wir. Okay, gut. Dann machen wir hier an dieser Stelle aus. Das war das Opening zu Trains of Legend 2. Hallo?